WH Self Invest. Herzlich willkommen zum Webinar bei WH Self Invest. Mein Name ist Marc-Alexander Kibitz und ich heiße Sie herzlich willkommen für die nächsten, ja, sagen wir mal 45 bis 60 Minuten zum Thema schnell und einfach in den Futures-Handel starten. Was lernen Sie heute in den nächsten Dreiviertelstunde bis Stunde? Und zwar einmal das 1x1 des Futures-Handels, ganz wichtig, Sie lernen die Grundbegriffe, die im Futures-Handel verwendet werden. Was sind Futures? Was charakterisiert ein Future? Warum ist es vorteilhaft, Futures zu handeln, zum Beispiel gegenüber anderen Instrumenten? Sie werden verstehen und lernen, warum Tickdaten unerlässlich sind im Futures-Handel. Ich werde Ihnen das auch live zeigen, natürlich in der Plattform. Und nebenbei als kleines Schmankerl sozusagen bekommen Sie nebenbei auch noch die passende Plattform, nämlich den Nanotrader Full erklärt, ne, dass ich Ihnen also ein bisschen zeige, wie man darauf Futures erkennt, wie man sie lädt, wie sich damit auseinandersetzt und wie man sie vor allen Dingen handelt im Gegensatz zu CFDs. Man hat hier nämlich voll besetzte Orderbücher, gefüllte Orderbücher, Times- und Sales-Listen, was Sie alles im CFD-Handel nicht haben. Sie können wie immer interaktiv teilnehmen. Ja, das heißt für Sie, Sie dürfen Fragen stellen. Es gibt dann Frage-Tool, Sie können einander weder sehen noch hören oder miteinander kommunizieren, sondern nur mit mir. Das heißt, wenn es Fragen gibt, stellen Sie die bitte an mich. Dann werde ich das für alle hoffentlich zur Zufriedenheit beantworten und die interessantesten Fragen aufgreifen. Wenn Ihre Frage nicht beantwortet werden sollte, dann würde ich Sie bitten, diese im Nachhinein per E-Mail einzuschicken. Und bitte nicht vergessen, stellen Sie Fragen zum Thema. Also Fragen, die jetzt außerhalb des Themas sind, die werde ich aufgrund der Zeit und weil sie auch nicht themenzugehörig sind, nicht beantworten. Bitte ich um Nachsicht. Ansonsten verheddern wir uns hier. Ne, also alle Fragen, die persönlicher Natur sind oder nicht zum Thema gehören, Futures Handel im Nanotrader, bitte ich hinten anzustellen. So, ganz kurz, wie immer zum Risikohinweis, den können Sie in voller Gänze auf unserer Webseite finden. Ich muss ihn nur einmal einblenden, damit ich Ihnen das gesagt habe, dass es hier um Hedelprodukte geht und Sie natürlich hier auch Derivate handeln können und wo man auch viel Geld verlieren kann, was nicht jedermanns Sache ist. Ja? Da muss man sich also eben zur Not auch externe Beratung einholen. So, wenn Sie mich jetzt alle gut verstehen und sehen können, was mich freut, weil ich sehe ja auch hier im Kontrollschirm, dass man das Bild sieht, Futures lesen und verstehen und dass man meine Stimme gut hören kann. Es kann natürlich sein, dass aufgrund der Peak-Zeiten hier 17, 18, 19 Uhr immer mal hier oder da eine kleine Verzögerung auftritt, dass wenn ich was sage, das dann erst eine Sekunde später bei Ihnen ankommt oder wenn ich irgendwo auf einer Plattform gleich was klicke und Ihnen was zeige und sage, so jetzt klicke ich mal hier auf Kaufen und Sie sehen das vielleicht erst 1, 2, 3 Sekunden später, dann ist das vielleicht auch völlig normal. Aber lassen Sie uns jetzt mal ganz geschwind zu den wichtigsten Sachen kommen. Ich zeige Ihnen natürlich auch hier, jetzt muss ich mal gerade hier in meine Plattform reingehen. Na, ich bin hier irgendwie gerade ein bisschen gefangen. Ich habe hier gerade mal etwas schauen. So, hier, da haben wir es. Ich zeige Ihnen gleich natürlich auch die Plattform, ne, wie wir den Futures-Handel machen. Hier haben wir zum Beispiel den FDAX September. Zeige ich Ihnen natürlich auch gleich das gefüllte Orderbuch. Hier haben Sie es mal für Kurzansicht, wie sowas aussieht. Das Orderbuch der Eurex sieht man hier rechts neben dem Chart mit gefüllten Orderbüchern. Ja, alle limitierten Aufträge, die ersten 15 bis 20 Positionen sehen Sie bei uns natürlich. Kostet Sie das genauso viel wie ein normales Eurex-Abo und das bekommen Sie natürlich alles frei Haus hier als Kunde von WH Self Invest. So, wir kommen mal zurück hier zum Vortrag und bleiben mal hier beim Thema Futures lesen und verstehen. Hier geht es erstmal kurz und knapp darum, was die Haupteigenschaften von Futures sind. Da muss ich mal wieder in meine Slideshow rein. Was sind die Haupteigenschaften von Futures und woran erkenne ich ein Future? Ja, und was sind die Kriterien eigentlich im Future? Und zwar geht es erstmal darum, dass wenn Sie, oder ich fasse es mal in einem Satz zusammen, wenn Sie ein Future oder das Grundprinzip eines Futures verstehen, verstehen Sie alle Futures. Ja, also wenn Sie einen nachvollziehen können, wenn Sie wissen, was ein Future ist, was es bedeutet, wie er charakterisiert wird etc., dann können Sie das auch für alle
gleichstellen, weil es funktioniert nämlich alle nach denselben Prinzipien, die da zum Beispiel wären, dass alle börsennotiert sind und zentral gehandelt werden, und zwar an einer einzigen Börse. Das ist wichtig. Ja, also zum Beispiel der FDAX wird ja nur an der Eurex in Frankfurt gehandelt und nicht noch on top an einer anderen Terminbörse, wie der CME zum Beispiel in Chicago oder der Euronext in London oder Paris, ja, oder an der Live oder an der IC. Nein, der FDAX wird nur an der Eurex in Frankfurt gehandelt. Punkt. Alle Futures werden im Übrigen an zentralen Börsenplätzen gehandelt. Das sind alles voll elektronische zentrale Börsenplätze. Nennen sie auch Terminbörsen oder Warenterminbörsen. Ja, es geht ja auch um Warenkontrakte. Was am Anfang waren das nur Warenkontrakte. Ja, der Begriff Future kam ja eigentlich von vor 300 Jahren in den USA, kam das so ein bisschen auf. Das waren Absicherungsgeschäfte, Terminwetten quasi auf zum Beispiel vor allen Dingen Rohstoffe. Damit begann es ja auch, um sich eben gegen Preisverfall und so weiter, Ernteausfälle oder eben wetterbedingte Kapriolen eben abzusichern. Und daraus entstand eigentlich der Futurehandel. Da fing es an mit Soft Commodities, mit Agrarrohstoffen, mit Öl und so weiter, bis man dann anfing, Gold abzubauen, Silber. Und das Ganze kam dann natürlich später auf Währung auch noch zustande, im letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert schon. Und dann letztendlich, last but not least, auch auf Indizes gibt es Futures schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, und alle diese Futures sind börsennotiert, handeln in Echtzeit. Jeder, der auf der Welt zum Beispiel auf einen Future zugreift, greift auf diese eine Börse zu, und somit sind natürlich auch alle Marktteilnehmer gleichgestellt. Alle handeln also denselben Preis. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, dass Sie also als Kunde A nicht einen anderen Preis sehen als Kunde B zum Beispiel, weil Sie natürlich auf der gleichen Plattform, auf der gleichen elektronischen Plattform, an derselben identischen Terminbörse handeln. Ja, also wenn Sie zum Beispiel in FDAX handeln, dann handelt das genauso der neuseeländische Händler wie auch der kanadische Händler oder der Tokyota-Händler. Die handeln alle an der Eurex und sehen alle in dem Moment exakt denselben Preis wie Sie. Ja, Sie sind also auch dem Institutionellen somit in nichts nachgestellt, vor allen Dingen, wenn Sie, wie bei uns, über Tickdaten handeln. Dazu komme ich dann gleich noch. Also, jeder Future funktioniert nach einem und demselben Prinzip. Jeder Future ist börsennotiert, wird zentral an einer einzigen Börse gehandelt und das in voller 100%iger Transparenz. Das heißt, man bekommt von dem ganzen Future alle wichtigen Daten. Man bekommt den Umsatz, den momentan erzielten, also alle Tick, man nennt auch diese Tick-Daten, bestehen eben aus dem gerade gehandelten Preis, wie viel Stück zu dem Preis verhandelt wurden, verkauft oder gekauft wurden, wie viel also umgesetzt wurden, was das Bit, das Volumen und im Bit, also im Geldkurs und im Briefkurs bedeutet und zu welcher Zeit mit Zeitstempel sozusagen. Das nennt man die Tick-Daten. Das sind auch Level 1-Daten und die Markttiefe, da spricht man ja von Level 2-Daten, gibt es logischerweise auch. Sie haben es gerade gesehen im Orderbuch. So, das Ganze funktioniert voll elektronisch, da gibt es also keine Leute mehr, die mit irgendwelchen Zettelchen wie in der NYSE aus den 70er, 80er, 90er Jahren noch bekannt Papiere werfen oder an Terminbörsen. Das Ganze ist heute alles voll elektronisch, natürlich wird das abgewickelt an elektronischen Börsen. Das wird man auch in ein oder andere Mal in den letzten Jahren vielleicht schon mal gemerkt haben. Es gab vor 2, 3 Monaten noch einen Eurex-Ausfall, da war den halben Morgen lang die Eurex ausgefallen. Und zwar war das, als da Corona, ja, ich glaube, der erste Lockdown war, im April war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, da hat das bis 11, 12 Uhr nichts mehr funktioniert. Ja, und das Ganze gab es an der CME, ich glaube, vor 2 Jahren auch schon mal einen größeren Ausfall. Also sowas ist natürlich immer mal drin, da muss man natürlich auf der Hut sein. Das sind auch die Risiken des elektronischen Handels, ne? Da gibt es keinen Parketthandel mehr. Ja, und ich hatte es erwähnt, die Privathändler stehen den institutionellen Händlern insofern in nichts nach, da ja alle nach den gleichen Prinzipien handeln, nach den gleichen Preisen, nach den gleichen Vorgaben, zu den gleichen Konditionen und zu denselben Uhrzeiten und so weiter und so weiter. Es gibt keinen einzigen Vorteil für auch irgendeinen Player auf diesem Markt. Ja, die mit dem Orderbuch aufgeführten Preise und Volumendaten nennt man dann eben die Tick-Daten, wenn es in die Tiefe des Marktes geht, also so wie ich das eben gezeigt habe. Also wenn wir in die Tiefe des Marktes gehen, dann sind wir oder dann nennt man das Ganze die Markttiefe, also die das Level 2 oder das Reflektorfenster oder das Domefenster, haben einige auch diesen Begriff. Dann ist es eben quasi alles, was ab dem aktuellen Marktpreis nach oben und nach unten geht, der Käufer- und der Verkäuferseite.
Ja, mittels einer spezialisierten Handelsplattform, wie zum Beispiel den Nanotrader Full, ist dies alles handelbar für jedermann. Deswegen sind Futures ja auch eigentlich einfach zu handeln, weil man kein großes Verständnis braucht. Man muss nur verstehen, dass wie eben ein Future tickt, nicht tickt im Sinne von Tickdaten, sondern wie er tickt, also wie er funktioniert. Man muss die Grundprinzipien dahinter verstehen, wissen, dass ein Future in Europa zum Beispiel alle 3 Monate, zumindest was DAX und die Eurex-Produkte angeht, verfällt, also ausläuft, und wissen, dass das in Amerika eben meistens zum Beispiel der Fall ist in alle 4 Wochen. Da laufen die Futures alle 4 Wochen meistens ab, vor allem bei den Rohstoffen und Indizes. Auch noch wichtig zu wissen ist, dass der Future-Handel im Vergleich zu anderen Handeln, zu anderen Aktivitäten, Derivatehandel wie Optionsschein, blutdrehenden Produkten also zum Beispiel oder eben auch dem CFD-Handel günstiger ist. Auch wenn er erstmal teurer erscheint, wenn Sie zum Beispiel bei uns sehen, dass so eine Order 1,90 oder 2,20 kostet plus CQG-Gebühr und dann noch die Börsengebühr on top und man vielleicht bei so einem Mini-DAX bei 5,80 €, 5,90 € landet, beim F-DAX bei 7 eher im Roundturn für einen Lot wohlgemerkt, ne? Und das ist dann immer zu multiplizieren mal 2, 3, wenn man mehrere Kontrakte handelt. Trotzdem ist es billiger, weil man muss schauen, der Preis der Kommission im Vergleich, also von der Ratio her, im Vergleich zu seiner Investmentgröße, woher doch ein recht hoher Hebel herrscht. Wir sind im DAX im Moment bei 350 plus 1000 sozusagen. Da ist das im Vergleich, da ist das eine Prozentzahl, die haben sie 4, 5 Nullen hinterm Komma. Ne? Und beim CFD-Handel ist das mal eine, vielleicht 2 Nullen hinterm Komma von 0,00 so und so Prozent. Also da sind wir doch viel günstiger im Futures-Handel wie im Handel anderer Derivate jetzt zum Beispiel. Gut, gehen wir weiter im Programm. Und ja, von denen haben Sie sicher schon mal gehört, deswegen habe ich sie hier einfach mal notiert. Wenn noch nicht, dann hören Sie die zum ersten Mal. Aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, Futures-Handel oder aber auch schon im CFD-Handel unterwegs ist und im Futures-Bereich schon mal gehört hat, hat diese Namen, die ich hier stehen habe, aber auch irgendwo schon mal gelesen, gehört, bei NTV, N24 oder in irgendwelchen Börsenzeitungen oder Berichten, auf Charts gesehen, FDAX, das ist der Future-DAX, der Mini-DAX, der kleine Bruder, den Bund-Future hat man, den hört man ja eigentlich jeden Abend im Börsenbericht oder jeden Nachmittag. Mini-Nasdaq, Mini-S&P, Mini-Dow, meisten größten gehandelten Futures eben jetzt an der CME zum Beispiel in Chicago oder Euro-Dollar-Future, Mini-Crude-Oil, Mini-Gold, das sind alles sehr bekannte, sehr viel gehandelte Futures. Auch hier in Deutschland im Übrigen sind diese Futures, zählen die zu den mitgehandelten Futures überhaupt, auch bei unseren Kunden im Übrigen. Ich habe Ihnen hier nochmal einen Vergleich versucht darzustellen, was die Margin angeht, Futures gegenüber CFDs zum Beispiel. Vor allen Dingen jetzt, seit die ESMA ja die Margin deutlich erhöht hat, also den maximalen Hebel deutlich runtergefahren hat im Bereich CFD und den auch gedeckelt hat seit 2018 jetzt, haben wir ja einen gedeckelten Hebel von maxima 20, vielleicht noch bei ein bisschen, bei ein paar exotischen Forex-Paaren 30. Ja, weil die Spreads da sehr hoch sind zum Teil. Aber ansonsten haben sie ja gedeckelte Hebel, ja, und feste Margin-Sätze. Und wenn man jetzt mal den Vergleich anschaut, zum Beispiel, fangen wir mal hier links an, da sehen wir den Mini-DAX-Future, der eine Margin, im Moment, das ist ein Bild jetzt eigentlich vor Corona, das müsste man mal anpassen, aber das kann natürlich auch genauso gut morgen wieder auf diesen Levels sein. Ne? Aber jetzt mal beispielhaft, da hatten wir einen Mini-DAX-Future, eine Marge von 1.500 €, wenn man da beim Stand von 10.000, 12.000, 5 DAX-CFDs, die ein Äquivalent darstellen, zugrunde legt, dann sind wir da über 3.000 €, was dann schon das Doppelte ist. Ne? Also wenn Sie sehen, dass Sie da die Hebel hier viel größer ansetzen können, die Margen für CFDs sind in dem Fall viel größer als die Future. Und wenn wir das beim Euro-Dollar oder den amerikanischen Futures dann noch betrachten, da haben wir eine noch größere Differenz zum Beispiel. Schauen Sie sich mal ein Euro-Dollar-Future, Mini-DAO oder Crude-Oil-Future an. Die Margen sind sehr gering, 500 bis 1000 Dollar im Maximum. Und dagegenüber die Hebel steigen kontinuierlich an, wenn man die Äquivalente im CFD-Bereich handeln möchte. Also jemand, der relativ große Hebel sucht und möchte,
der ist im Futures-Handel sicherlich besser aufgehoben. Und sicherlich auch diejenigen, die es sich leisten können. Ich sage mal, der Future-Handel beginnt zwar bei uns bei WH Self Invest ab 2500 Euro. Kontogröße ist die kleinstmögliche Kontogröße. Da gibt es aber noch keinen Overnight-Handel für. Da müssen Sie nur Intraday bleiben. Ab 5000 kann man Overnight handeln. Und ja, ich sage mal, Lohn tut sich eigentlich ja erst für etwas größere Summen. Also ab 20.000, 30.000 ist das dann auch irgendwo lohnenswert und man kann daran richtig auch verdienen, ne, so dass man sich ein Zubrot verdient oder vielleicht eher auch davon leben kann. Aber mit 2,5 können Sie, denke ich mal, nicht davon leben monatlich, aber um da im CFD-Handel können Sie bei uns ja ab 500 Euro anfangen, Futures-Handel eben ab 2,5 respektive 5.000 Euro. Man braucht oder sollte eigentlich ein bisschen mehr mitbringen. Nur diejenigen, die das haben, das Kapital, den rate ich sowieso immer, geht in den Futures-Handel, weil es der einzig wahre Handel ist. Sie haben die direkte Börseneinsicht, sie haben Orderbuch gefüllt, sie haben 100% Preistransparenz. Sie handeln direkt an der Börse, sie platzieren die Order hier direkt im Orderbuch. Ich zeige das gleich dann auch nochmal, wenn ich zum Order, zum Trading komme. Und das gibt nichts Besseres als den direkten Futures-Handel sozusagen. Gibt es kein Market-Maker-Prinzip, da ist mir sicher, dass man da zwar keinen zwischengeschalteten Intermediär hat. Und wie gesagt, auch von der Gebühr, von der Kommission her, ist es der optimale Börsenhandel einfach. So, wir springen mal auf ein Kalkül, was ich hier gemacht habe, mit einem Beispiel, um Ihnen mal zu zeigen, wie günstig es ist. Ich hatte es eben ja schon gesagt, da sind wir bei 4 oder 5 Nachkommastellen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir die Gebühr zugrunde legen von WH Self Invest im Paket, in unseren Paketen, wo wir Kommission oder auch Börsengebühren deutlich subventionieren, dann sind wir hier bei 1 Dollar oder 1,90 Euro pro Kontrakt. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel des FDAX. Die Tickdaten müssen bezahlt werden pro bei PETS oder CQG. Das sind 50 Cent pro Order, pro Lot. Und die Exchange Fee, also die Börsengebühr, betrifft 80 Cent. So, jetzt rechnen wir das mal zusammen. Da sind wir eben bei 1,90 und 50 und 80. Da wären wir bei 2,40, 3,20. Ja, das ist das Total von 3,20. Bei einem Punktwert von wohlgemerkt 25 Euro pro Punkt. Die Margen stimmt hier nicht mehr. Auch das ist vor Corona-Zeiten. Und dann sind wir dabei etwa 17.000. Muss man also, aber gut, das hat jetzt nichts mit dem Nominalwert zu tun. Die 12,5, die stimmen etwa noch, da sind wir auch ungefähr in dem Dreh jetzt mittlerweile noch. Ne? Also die Rechnung stimmt noch. Wenn wir jetzt einen Punkt haben, der 25 Euro wert ist, ne, im FDAX ist das ja so, da ist der Tick 12,5 Euro wert, was einem halben Punkt entspricht. Und das sind 25 Euro, ein ganzer Punkt. Bei 12.500 Punkten kostet uns also quasi das ganze Biest, wenn man das mal so nennen möchte, 312.500 Euro an Nominalwert. Und wenn wir jetzt die Kommission einfach mal teilen, die prozentualen Kommission ausrechnen, sind wir bei 3,20 Euro geteilt durch 312.500 Euro. Das entspricht einem Kommissionsanteil von 0,00001% gerade mal. Ne? Und ich hatte gesagt, wir sind hier etwa 10 bis 100 Mal so teurer, je nachdem, welchen CFD man nimmt. Im CFD-Bereich ist es prozentual im Vergleich viel teurer. Also man denkt immer, der Futures-Handel wäre teuer, ist es aber nicht, weil sie handeln ja eine ungemein große Summe, einen ungemein großen Nominalwert im Futures-Bereich. Sie bewegen also unheimlich viel an Geld und zahlen dafür unheimlich und unverschämt wenig an Geld, eigentlich an Kommission. Ja. Also würde man die gleiche Kommission hier zugrunde führen wie im CFD-Bereich, müsste man hier eher zwischen 60 oder mehreren 100 Euro bezahlen, wenn man es vergleichen möchte. Das wäre ein fairer Preis. Aber der Preis ist eben nur, wie man sieht, bei einem Half-Turn 3,20 Euro in unserem Beispiel. Bei einem Round-Turn wären das eben 6,40 Euro pro Lot. Das ist auf gut Deutsch geschenkt. Ja, also der Futures-Handel ist extrem günstig. Ja, man kann es ja nur so vergleichen, indem man eben, man darf ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Man darf nicht nur die Kommission vergleichen beim CFD- und Futures-Handel oder Aktienhandel. Man muss eine Basis haben, die vergleichbar ist. Und das ist eben der Nominalwert. Und wenn wir uns diese Rechnungen aufmachen, indem wir die Kommission in Relation setzen zum Nominalwert, dann ist der Futures-Handel der deutlich, deutlich günstigste Handel überhaupt. Und wenn Sie es sich leisten können, 2,5 oder 5.000 und aufwärts übrig haben, dann würde ich sagen, vergessen Sie CFDs, aber gehen Sie in den Futures-Bereich. Ne? Das ist eigentlich die Königsdisziplin, wie man so schön sagt.
So, warum sind Tickdaten unerlässlich bei Futures? Ich hatte es Ihnen gesagt, ich will Ihnen das erklären und ich will Ihnen das gleich auch nochmal zeigen. Die meisten Futures-Anbieter, die meisten, was heißt Anbieter, die meisten Broker, Provider, bei denen Sie Futures handeln können, geben Ihnen keine Tickdaten. Ja, die haben Tickdaten, die bekommen die natürlich, die abonnieren die ja selbst auch, geben die Ihnen aber nicht weiter. Ja, das ist so, wie wenn ich zum Beispiel, das ist schwer zu erklären, wenn ich Ihnen quasi, wenn ich ein ganzes Buch lese oder einen ganzen Film schaue und gebe Ihnen hinterher eine 5- oder 10-minütige Zusammenfassung, so in etwa. Ja, ich kenne alle Details aus dem Film und aus dem Buch, kenne wirklich jedes Detail, jedes Wort habe ich gelesen, aber ich gebe Ihnen wirklich nur eine absolut minimalistische Zusammenfassung. Wir haben bis zu 1000 Ticks in der Sekunde und bei den meisten Anbietern bekommen Sie eben nur 2 Preise pro Sekunde. So, wenn Sie jetzt 500 Ticks in der Sekunde haben und nur 2 Preise erhalten zur Auswahl, wo Ihre Ausführung, zu denen Ihre Ausführung stattfinden kann, können Sie sich vorstellen, dass Sie auf gut Deutsch, ich will nicht sagen, aufs Ohr gehauen werden, aber Ihnen wird was Entscheidendes vorgehalten und zwar ein möglich besserer Ausführungspreis. Ne? Das ist ja ganz klar. Tickdaten enthalten nämlich für, ich hatte es eben am Anfang auch schon erwähnt, für sämtliche Geschäftsabschlüsse eines Handelstages, die dazugehören, Preise, Volumina und Zeiten. CQG, das ist die Technologie und Infrastruktur, der wir beruhen, bietet bis zu 1000 Ticks in der Sekunde, wohlgemerkt. Also bis zu 1000 möglichen Preisunterschieden pro Sekunde. Die wird es meistens nicht geben, aber wenn, dann ist die Technologie dazu bereit und kann diese übertragen. Das ist das Wichtige. Auch wenn es manchmal nur 90 oder 100 gibt, sind immer noch 90 oder 100 mehr, als Sie bei den anderen bekommen. Denn die meisten, ich hatte es gerade gesagt, geben Ihnen nur 2 Preise in der Sekunde. Man nennt das auch halbsekündliche Preise oder Snapshots. Also Snapshot ist quasi wie ein Foto, ne? Screenshot und Snapshot. Das heißt, wird jede halbe Sekunde zack, 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 Snapshot gemacht. Und den Preis bekommen Sie und keinen anderen. Null Chance. Sie kriegen immer zu dem Snapshot den Preis, der in dieser Sekunde quasi geklickt wird. Sie haben nur 2 Preise in der Sekunde zur Verfügung. Wenn der Preis, wenn die Sekunde aber 380 Ticks hat, haben andere 380 Ticks. Ja. Die können in all diesen, zu all diesen Ticks ausgeführt werden, sie nur zu 2. Ja. Wenn es einen starken Kursrutsch oder einen starken Preisanstieg gibt, verpassen Sie die Möglichkeit, Sie verpassen vielleicht 10, 20 Ticks, ja, und werden eben mit einem großen Slippage ausgeführt. Das ist der Nachteil bei Anbietern, die keine Tickdaten haben. Also, ergo, muss Ihre oder Ihr Gedanke sein, wenn ich Futures handle, muss ich Tickdaten haben. Und genau das ist der Fall. Ja, wenn Sie ohne Tickdaten Futures handeln, sind Sie schon verloren. Weil dann haben Sie allein schon aufgrund der viel schlechteren Ausführung einen erheblichen Nachteil gegenüber dem Anbieter und natürlich logischerweise dann auch gegenüber den anderen Marktteilnehmern. Ne? Sie bekommen einfach einen Großteil der Marktinformationen vorenthalten und der Anbieter, der Ihnen das vorenthält, der Ihnen eben nur 2 Preise in der Sekunde weitergibt, anstatt alle Ticks, hat einen enormen, enormen Informationsvorsprung Ihnen gegenüber. Das ist ein riesen Nachteil. Also wenn Sie Futures handeln, immer darauf achten, dass Sie auch Tickdaten bekommen. Ansonsten brauchen Sie, denke ich mal, in den Futures handeln nicht einsteigen. Es lohnt nicht, sage ich Ihnen gleich. Ne? Vergessen Sie es, ohne Tickdaten vergessen Sie den Futures-Handel. Das muss bitte heute hängen bleiben. So, und jetzt wollen wir das auch mal live zeigen, was das denn bedeutet. Was sind Tickdaten? Wie erkenne ich die? Wie sehe ich die? Wie muss ich die deuten? Ich fange jetzt nochmal an, indem ich nochmal ganz kurz zeige, was Sie auf der Plattform sehen. Also in dem Fall hier ein FDAX September-Kontrakt. Das heißt, der Verfall ist im September, der FDAX verfällt, ich hatte es eben gesagt, wie viele andere europäische Futures nur 4-mal im Jahr, und zwar 3. September im Jahr, am 3. September, Quatsch, am 3. Freitag im September, am 3. Freitag im Dezember, am 3. Freitag im März und am 3. Freitag im Juni. Ja, es gibt immer den Juni-Verfall, den März, den September, den Dezember. Ja, das sind 4 Verfallstermine im Jahr, mehr gibt es nicht. Und das gilt auch für alle anderen Eurex-Produkte, für den Bund-Future, den Mini-DAX, Eurostoxx, SMI, TechDAX, MDAX und Bobel, Schatz und so weiter. Für alle gilt das gleiche Prinzip. Und im Moment sind wir halt im September-Kontrakt. Und ich sage nochmal, was Sie hier sehen. Wir sehen hier einen 1-Minuten-Chart. Das heißt, also jede Periode ist 1 Minute. Ja, die Volumen kann ich zum Beispiel einblenden lassen, um Ihnen nochmal zu zeigen, wie sowas aussieht. Also wir sprechen hier vom horizontalen Volumen in dem Fall dann. Das ist der
Volumenindikator. Ja, den kann ich unten mal einblenden und das horizontale Volumen zeigt einfach nur an, in welcher Periode, zum Beispiel hier, wie viele Ticks es da gab, wie viel da an Volumen gehandelt wurden. Und zum Beispiel hier sehen wir etwa gut 250 in dieser großen, etwas körperbetonteren Kerze. Ja, man kann davon ausgehen, dass in körperlosen Kerzen, natürlich auch kleinen Kerzen, mit kleinen Körpern auch deutlich weniger Volumen gehandelt wird. Muss nicht immer so sein. Es gibt auch körperlose Kerzen, wo aber Docht und Lunte sehr weit auseinander liegen. Das heißt, auch da gab es sehr große Preisunterschiede und viele gehandelte Volumen. Nur wenn der Span, also der Abstand zwischen Hoch und Tief, eigentlich recht klein ist, dann kann man davon ausgehen, dass das eine sehr volumenarme Kerze war. Die zum Beispiel hier ist eine recht volumenarme Kerze gewesen. Oder auch diese Kerzen hier sind recht volumenarme Kerzen gewesen. So, hier rechts davon sehen wir eben das gefüllte Orderbuch. Ich hatte es gesagt, man nennt es auch Dome-Fenster, Reflektorfenster. Bei uns nennen wir es Speed Trader, weil wir in diesem Fenster, in diesem Orderbuch, Speed Trading betreiben können, also schnelles Handeln, wie der Name schon sagt, oder auch Scalping betreiben können, indem wir eben die Order einfach hier ablegen. Ja, ich kann die Order einfach hier ablegen. Ich kann zum Beispiel in der Plattform hier mit diesem Bestätigungsdialog deaktivieren. Dann hätte ich eine Single- oder One-Click-Order-Funktion und kann jetzt ein Future hier kaufen oder zumindest eine Order reinlegen. Also ich mache mal ein Beispiel, banales Beispiel. Ich will bei 12.700 oder sagen wir bei 12.800 will ich kaufen. Wir sind bei 802. Das heißt, wenn ich tiefer kaufen will als der aktuelle Marktpreis, wäre das eine limitierte Order. Ne? Wäre keine Marktorder, weil damit würde ich ja bestens reingehen zum nächsten möglichen Kurs. Es ist aber auch keine Einstopp-Order, also keine Pending-Order, die mich in den Markt einstoppt, weil die muss ja erst erreicht werden im späteren Verlauf, wenn der Markt in die Richtung des gewünschten Trades geht, sondern es ist eine limitierte Order. Ich möchte billiger kaufen als der aktuelle Markt. So, jetzt lassen wir mal die 12,8 glatt sein, sondern gehen wir auf die 95, weil wir sind hier schon bei 12,8. Und wenn ich jetzt bei 12.795 kaufen will, dann platziere ich hier genau bei diesem Wert, machen wir sie da unten, sind die 95, platziere ich hier eine Order. Und da klicke ich einfach auf diese Zahl und das war's. Sie sehen, ich habe jetzt mit einem Klick hier im Orderbuch die Order abgelegt. Und Sie sehen da diese 1 und die steht in welcher Sparte? Genau, die steht in der Ich-Sparte. Das heißt, das bin ich, da ist meine Order im Eurex-Orderbuch FDAX September 20. Ne? So einfach ist das zu erklären. Hier haben Sie die Käufer und die Verkäufer. Das sind die verschiedenen Preise. Deswegen nennt man das mal aktive, weil der Marktpreis hier in der Mitte geht die ersten 15 bis 20 Positionen nach unten. Die sind sichtbar. Die eingestellten Limitaufträge sind sichtbar, wie auch die Aufträge auf der Verkäuferseite sind ebenfalls sichtbar. Ne? Und diese Markttiefe, also das Ganze geht quasi wie 3D in die Tiefe, bleibt nicht horizontal stehen an Informationen, sondern geht wirklich in die Tiefe hinein, da wo wir uns noch gar nicht befinden, deswegen nennen wir das Markttiefe. Und das nennt man auch Level 2 Informationen. Level 1 wäre das. Das wäre das erste Level. Das sind die Realtime-Daten, ne? Also einfach nur der aktuelle Marktpreis mit Bid und Ask-Volumen. Und die Level 2 Daten, also die wirklich die zweite Stufe, der zweite Level, bedeutet die Markttiefe in diesem Fall eines börsennotierten Produkts. Ja, und da wir die Markttiefe kennen und sehen, können wir auch in dieser Markttiefe einsteigen und uns dort orientieren und uns dort auch aufhalten. Wir müssen also nicht hier auf dem ersten Level wie die meisten Marktplayer bleiben, sondern wir als Futures-Händler im CFD-Bereich gibt es nur diesen Level, den Level 1, es gibt kein Level 2. Und im Level 2-Bereich können wir uns jetzt tummeln und haben dadurch auch wieder den eben genannten Marktvorsprung, den Sie so nicht haben bei anderen Produkten. Ja. Jetzt habe ich diese Order hier abgelegt und Sie sehen, wenn diese Order steigt oder wenn ich mit meiner Sparte, also mit meiner Order hier nach oben mich in Richtung Marktpreis bewege, heißt das ja nichts anderes, als dass mein Marktpreis oder mein Wunschpreis gleich erreicht ist. Und da ich billiger kaufen wollte, heißt das im Umkehrschluss, der Markt fällt. Ja, ich will billiger einsteigen und der Markt muss fallen, wenn meine Order zur Ausführung kommen soll, also steigen soll im Orderbuch, dann muss der Markt fallen. Da der Markt aber gerade steigt, fliegt meine Order, ich will nicht sagen raus, die ist immer noch bei 95, aber die ist gerade aus dem Sichtfeld verschwunden. So, und jetzt blende ich mal das Times and Sales Fenster ein, das habe ich hier. Das Times and Sales Fenster ist das, was den Futures Markt eigentlich einzigartig macht und das ist Ihr Wissensvorsprung vor, ich sage mal,
mittlerweile mit Sicherheit noch 3/4 aller privaten Futures-Händler in Deutschland. Weil das Problem ist, die meisten verstehen und wollen immer noch nicht verstehen, dass es ein Vorteil ist, Tick-Daten zu haben gegenüber anderen Daten. Die meisten denken, wenn ich zu einem Anbieter gehe, wo ich Futures handeln kann, ich möchte jetzt auch gar keinen besonderen Mitbewerber da ansprechen, aber die meisten denken, wenn ich dorthin gehe, bin ich gut 50%, vielleicht sogar mehr, günstiger in der Kommission als bei VegasFM. Das mag sein, dass die eine günstigere Kommission haben. Warum haben die eine günstigere Kommission? Weil die es ihnen anbieten können. Weil die ihnen die Level 2 bzw. die Tick-Daten nicht weitergeben. Wir geben ihnen die beste und schnellstmögliche und transparenteste Technologie und Infrastruktur überhaupt mit dem Nanotrader und den Tick-Daten. Dafür müssen wir an unserer Kommission festhalten. Dafür haben sie aber auch alle möglichen Ausführungspreise zur Verfügung, um eine Order oder ihre Position ausgeführt zu bekommen. Woanders haben sie eben nur zwei Preise zur Verfügung. So, und jetzt dreimal dürfen Sie raten, wo Sie auf Dauer günstiger handeln. Ob Sie jetzt hier einen Euro mehr zahlen, eine Gebühr, oder dort 3 Ticks schlechter oder sogar 4 Ticks oder noch mehr schlechter ausgeführt werden im FDAX, dann können Sie sich ja vorstellen, was ist günstiger. Also allein ein Tick im FDAX sind 12,5 € pro Lot, wohlgemerkt. Also selbst wenn Sie nur ein Stück handeln, ein FDAX, werden 12,5 € schlechter ausgeführt. Es ist ein Verlust, also ein Tick nur schlechter ausgeführt, wohlgemerkt. Angenommen nur einmal alle paar Tage. Und das sind vielleicht nur 4 Tage im Monat oder 5. Dann verlieren Sie 50, 60, 70 € im Monat gegenüber uns. So, aber bei einer Ordergebühr zahlen Sie vielleicht einen Euro weniger nur. Also das ist im Vergleich natürlich, also brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Was die bessere Lösung ist, denke mal, da können Sie selber drauf kommen. Tick-Daten sind, wie gesagt, unerlässlich und ich zeige Ihnen das jetzt, warum. Ich öffne jetzt mal mein Tick-Datenfenster und im Moment haben wir natürlich keine High Volatility. Also Sie dürfen nicht erwarten, dass um 5:30, 6 Uhr abends, da sind die Amis ja fast schon wieder in der Mittagspause, dass da eine hohe Volatilität herrscht. Man sieht das auch, ich werde mal vielleicht auch mal eher auf den Mini S&P gehen. Ich habe hier nur ein Demokonto, also nicht überrascht sein, dass wir hier 15 Minuten verzögerte Daten haben. Das ist ganz normal. Ich gehe jetzt mal auf den Mini S&P, öffne mal den im Minutenchart. Also Breaker-Chart, da haben wir Minuten. Mach den mal auf. So, und gucken wir mal hier ins Orderbuch. Schauen Sie mal auch mal den Vergleich an. Ne? Schauen Sie mal den Vergleich an. Schauen Sie mal hier den DAX nochmal an, was die Volumen angeht, zum Beispiel deutscher Index. Man denkt ja immer, dass hier tausende Institutionelle im DAX handeln würden. Schauen Sie mal die Volumen an. 4, 5, 16. Es gibt nur eine einzige zweistellige Orderzahl im Moment im ganzen Orderbuch auf der Käuferseite. Und jetzt schauen Sie mal hier den Mini S&P an. Alles im Volumen von 200, 300 sind gang und gäbe. Und das ist nochmal, und heute ist ja kein besonderer Tag. Wir haben noch Sommerferien, denken Sie dran. Wir haben eher Mitte der Woche, ja, keine Berichtssaison, lauer Handel, kaum Umsätze. Also 400, 500, 600 sehen wir da auch oft, ne, zu Spitzenzeiten. Also Mini S&P ist das schon einer der meistgehandelten Futures überhaupt weltweit, ne? Vor allem im Indexbereich. So, aber jetzt schauen wir mal das mal an. Jetzt gucken wir mal hier die Tick-Daten an. Auch das wird nicht so mega, mega volatil sein und viel sein, aber wir werden doch einen deutlichen Vergleich sehen. Im Vergleich zum DAX-Future zum Beispiel. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer. Blende mal Bid und Ask ein und dann, um nur mal zu gucken, um Ihnen zu zeigen, was Sie so sehen. Selbst in einem Markt, der jetzt nicht unbedingt von der Zeit her sehr viel hergeben würde. Aber wenn Sie jetzt mal schauen, was Tick-Daten heißt, also ich denke mal, das sieht ein Blinder, dass hier allein mehr als 2 Preise pro Sekunde weitergegeben werden. Sie sehen hier diese 20:01 und 2 Zeit, allein da habe ich schon jetzt 10 bis 20 Ticks gesehen. In der 05 Zeit habe ich jetzt gleich bestimmt 40, 50 Ticks erkennen können auf die Schnelle. 17:20 und 13, 14 gab es jetzt hohe Umsätze, sehen Sie mal. Und wenn Sie hier sowas zum Beispiel sehen wie Rot oder Grün oder Schwarz, Schwarz heißt gleichbleibender Preis, man sieht das, 67,50 ist hier oft der Fall, da ändert sich nichts. Und ein Grün ist ein Abtick, ab da geht es Tick nach oben, da haben wir wieder Grün, da sind wir von 68. Und Rot ist ein Downtick, also da geht es einen Tick nach unten. Also Sie sehen, was hier im Times and Sales los ist. Ne, Volumen, hier werden 106, 19
also sehr viele Stückzahlen behandelt. Und hier sehen Sie jeden Tick, wirklich jede Ausführung, egal ob ein Stück oder 100 Stück ausgeführt werden. Hier sehen Sie alles, 100%ige Transparenz in Echtzeit, Realtime. Und zwar, wie gesagt, jeden Tick ohne Vorenthaltung, egal welche Ausführung. Und das gibt es eben nicht bei drei Viertel aller Anbieter haben das nicht. Ja, und in Deutschland sind wir auch im CQG, einer der exklusiven Futures-Anbieter, die diese Technologie besitzen. Wenn Sie so handeln wollen wie Institutionelle und denen, wie gesagt, in nichts nachgestellt sein möchten, dann müssen Sie zwingend Tick-Daten haben. Das ist das Nonplusultra und das A und O im Futures-Handel. Ansonsten brauchen Sie, wie gesagt, nicht anfangen. Und Sie brauchen einen guten Anbieter, wie in dem Fall zu uns. Natürlich kann man auch sagen, Tick-Daten, CQG gibt es auch in Amerika und so. Natürlich gibt es das auch in Amerika. Aber in Amerika gibt es keine Geldsicherheit. Nicht wie hier, 100.000 Euro Einlage pro Konto und Inhaber. Und es gibt natürlich auch keinen guten Service. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Service, wenn Sie mal Probleme haben. Probieren Sie da mal jemanden zu erreichen, wenn Sie morgens DAX handeln. Ne? Da gibt es keinen Service vor, sagen wir mal, eher 16 Uhr unserer Zeit. Meistens machen da um 16 Uhr, 10 Uhr morgens bei denen, fangen die erst an mit dem Service. Da sind Sie bis dahin eigentlich, wenn Sie auf diesem Markt handeln, geliefert. Ne? Das brauchen wir gar nicht drüber reden. Insofern empfehle ich das auch nicht, in Amerika Futures zu handeln, sondern immer bei einem europäischen Broker. So, Sie sehen den Vorteil von Tick-Daten, er liegt ganz klar auf der Hand. Ich brauche dazu nicht mehr viel sagen. Bilder sagen in dem Fall mehr als Worte. Wenn Sie zig oder hunderte von Ticks zur Verfügung haben, zu denen Ihre Order theoretisch ausgeführt werden kann, ist das natürlich ein deutlicher Vorteil, als wenn Sie nur zwei Preise zur Verfügung haben. Das muss man ganz klar sehen. Das kann sich jeder selbst ausrechnen, was das für ihn bedeutet. Einfach mal das auf einen Monat hochrechnen, wenn Sie ein paar Trades am Tag machen, rein und raus und immer rechnen Sie mal immer einen Tick besser oder schlechter oder sogar zwei an Ausführungen besser oder schlechter. In dem normalen Handel, dem nicht volatilen Handel, sind Sie meistens immer einen Tick oder zwei besser ausgeführt bei einem Broker mit Tick-Daten als bei einem ohne. Und wenn es dann auch volatil wird, können das auch sehr viele Ticks sein, bis zu 10 oder mehr. Also da muss man sich einfach mal durchrechnen, was das in Verlust bedeutet pro Monat oder pro Jahr. So, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal zeigen, wie man so ein Future handelt oder wo man ihn überhaupt findet. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu vollenden. In der Plattform haben Sie hier oben links Chart öffnen und da gibt es dann für alle Futures-Händler bei uns den Ordner CQG. In der Demo habe ich jetzt nur eine, ich glaube 20 oder 25 Beispiel-Futures und die sind auch alle noch ein bisschen zeitversetzt, ich glaube so 15 bis 20 Minuten. Ansonsten haben Sie natürlich nur die Börsen, die Sie abonnieren. Sie können die Eurex abonnieren, Sie können die CME abonnieren, die Live, die Euronext, IC US, IC Europe, ja, und noch andere Börsen zum Beispiel. Und wenn Sie alle abonniert haben, würden Sie auch alle hier sehen, ist ganz klar. Und alles, was Sie abonnieren, bekommen Sie auch im vollen Umfang. Also wenn Sie die Eurex abonnieren, haben Sie natürlich nicht nur Bund DAX, Eurostox, Mini DAX und VStox, sondern Sie haben natürlich auch den S&P dann da drin, Bobel Schatz und Tech DAX und MDAX und so weiter und Optionen auf den DAX, ODAX und so weiter und so fort. Da haben Sie also das volle Programm. Und ich mache mal erstmal ein Beispiel. Wir haben jetzt den FDAX und den S&P offen. Lassen Sie uns mal den Mini-DAO öffnen, der befindet sich an der CBOT, an der CBOT und den gibt es hier. Und wenn ich den öffnen möchte, klicke ich mich einfach durch, bis ich einen richtigen Verfall habe und dann muss ich eigentlich auch noch wählen, welche Chartvorlage ich öffnen will, ob das ein Tick-Chart, ein Sekunden-, Minuten-, Tageschart ist oder der Trade-Guard-Chart, das ist die Vorlage, wo man direkt abgesichert handeln kann. Und nachdem ich mich dafür entschieden habe, öffne ich diese Studie oder diesen Chart in dem Fall. Und der Trade Guard ist immer voreingestellt mit der Mute. Und natürlich kann man das hinterher alles ändern. Apropos ändern. Wer von Ihnen, da stelle ich einfach mal eine Frage an Sie, möchte denn etwas in seinem Leben ändern? Wer möchte denn oder wer hat denn Interesse an einer Kunden oder einem neuen Kundenangebot, sage ich mal, an einer Kontoöffnung, ganz, ganz konkret gefragt, an einer Kontoöffnung bei uns? Gibt es jemand, der vielleicht Interesse an einem Neukundenangebot hat, wenn er hier Futures-Kunde werden würde? Vielleicht einen speziellen Tarif, weil er sagt, ich handle viel, aber wenn ich schon Futures handle, dann komme ich zu euch und handle auch viel, dann machen wir auch gerne ein Angebot, weil Angebot heißt, dass das vielleicht auch abweichen kann von den Standardtarifen, die so auf der Webseite stehen, dann klicken Sie bitte auf Ja, wenn Sie daran Interesse haben, ansonsten klicken Sie einfach auf Nein, wenn Sie sagen, ich möchte definitiv kein Futures-Kunde werden bei euch oder ich bin es schon, habe schon ein Futures-Konto, auch dann klicken Sie hier bitte auf Nein.
So, vielen Dank für Ihre Antwort. Und ich platziere jetzt einfach mal hier eine Order, indem ich erstmal mein Mini-DAO verbinden muss. Ja, guck mal gerade, was das Gold macht. Da haben wir heute zum Beispiel auch bei Investuin den Friday Gold Rush. Für alle, die unser Investuin-Programm kennen, wissen vielleicht, wovon ich rede. Und ich schaue jetzt mal auf den Mini-DAO und platziere mal eine Order. Das Erste, was ich machen muss, ist, wenn ich den Mini-DAO handeln will, ich habe ihn ja gerade erst geöffnet, ein Depot wählen und da nehme ich mal meinen CQG Demo Account und gehe jetzt mal long, indem ich auf Buy One at Market klicke und steige jetzt einfach mal ein in die Position. Habe jetzt eine Long Position und wenn ich abgesichert handeln will, was ja die Plattform hergibt, vor allem der Trade Guard, dann muss ich hier Click Stop, Click Target, ist ja schon da, ich muss es nur noch aktivieren, oben, indem ich auf Deaktiviert klicke und meine Bracket Orders eben aktiviere und schon bin ich abgesichert unterwegs. Sie sehen das, ich habe hier meinen Stop hier unten, den kann ich natürlich auch noch händisch verschieben, einfach anfassen und per Slider-Funktion rauf und runter schieben auf ein Niveau meiner Wahl. Gleiches kann ich mit meinem Take Profit machen, auf ein Niveau meiner Wahl schieben zum Beispiel. Ne? Gibt es eigentlich Fragen Ihrerseits? Ich habe jetzt noch keine einzige Frage reinbekommen. Ist es deswegen, weil Sie alles verstehen? Oder weil Sie sich nicht trauen zu fragen. Sie dürfen ruhig Fragen stellen, aber natürlich auch nur, wenn es wirklich wichtige Fragen sind. Ne? Alle Fragen, die so ein bisschen daneben gehen oder die persönlich sind, die bitte ich an mich direkt zu stellen. Entweder rufen Sie mich später oder morgen an oder schicken Sie mir die per E-Mail. Apropos, wer ist denn Kunde und wer hat noch kein Plattform-Coaching gehabt? Wenn Sie Kunde sind und in der Plattform nicht zurechtkommen, können Sie ja, wie Sie wissen, über uns ein Plattform-Coaching bekommen. Und das bekommen alle Kunden, 30 bis 60 Minuten, wenn sie denn Interesse haben. Wenn sie sich selbst damit auskennen oder es nicht brauchen und mit der Plattform so weit klarkommen, brauchen sie es natürlich nicht. Leute oder Interessenten, die hier zugucken, noch kein Kunde geworden sind, die dürfen auch so ein Plattform-Coaching bekommen. Ich mache das sogar persönlich mit denen, mit Ihnen oder der Kollege oder die Kollegin, setzen uns dann eine Stunde zusammen über Fernverbindung der PCs und wir zeigen Ihnen, wie die Plattform funktioniert oder was Sie halt brauchen für Ihr Trading. Zeigen Ihnen die Funktionalitäten, richten mit Ihnen auch gemeinsam Layout ein. Und wenn Sie das möchten, können Sie sich gerne hier dafür anmelden. Wenn Sie sagen, ja, ich hätte gerne Plattform-Coaching, weil ich bin Kunde, dann klicken Sie auf Ja, dann tragen Sie noch die Nummer in den Chat ein danach und dann kontaktieren wir Sie in den nächsten Tagen. Wenn Sie noch kein Kunde sind, können Sie auch auf Ja klicken, aber dann sollten Sie natürlich erst Kunde werden, weil das gibt es erst im Rahmen des Kundenprogramms. Dieses kostenlose Plattform-Coaching gibt es erst im Rahmen des Kundenprogramms. Ja, der Ronny fragt, ob das Webinar wieder aufgezeichnet wird. Wie alle Webinare wird auch das heute aufgezeichnet. Und auch das können Sie sich gerne nochmal anschauen. In etwa 7 bis 10 Tagen auf dem YouTube-Kanal von BIA Self Invest steht das zum Download zur Verfügung oder zum Stream. Gibt es Volumenprofilindikatoren und können Sie uns diese kurz zeigen? Ja, gibt es. Ich will jetzt zu den Volumen, da gibt es noch Spezialwebinare, die ich gemacht habe, auch in letzter Zeit. Volumentrading, 100% Futures im Nanotrader. Schauen Sie sich das Webinar einfach mal an. Ich zeige nur kurz, wo man die holt. Also wenn Sie sich bei Sentimentor hinzufügen, einfach mal Volumen eingeben, dann kommen Sie hier aufs Volume Profile, auf den Volume Viewer, also all diese, das On-Balance Volume, ne? All diese Volumenindikatoren müssen Sie sich über hier diese Schaltfläche Indikator hinzufügen, aufrufen. Und da kann man die einfügen. Für Futures-Kunden sind die natürlich drin. Und die können auch ein oder zwei noch im Store kaufen oder aktivieren lassen. Das machen sie alles über Indikator hinzufügen. Im Übrigen, ich hatte es gerade erwähnt, gibt es dazu das Spezialwebinar. Volumen Trading 100% Futures. Das können Sie auch suchen. Ist auch als Aufzeichnung schon im YouTube-Kanal vorhanden. Hier gibt es eine Frage. Jetzt habe ich das doch hier nochmal eingefügt. Wollte ich jetzt nicht machen. So, hier sagt der Romano, ich hätte jetzt die Tickdaten vorgestellt. Im Moment sehen wir den 1-Minuten-Chart. Werden Futures auf unterschiedliche Zeitbasis gehandelt oder eher mit den Ticks? Also Ticks heißt einfach nur, Ticks ist jede kleinste Preisveränderung, jede Ausführung eines Futures, eines Future. Deswegen gibt es auch die Tick-Charts zum Beispiel. Aber die Frage, ob Futures auf unterschiedlichen Zeitbasen gehandelt werden, natürlich, jeder handelt auf unterschiedlichen Zeitbasen. Ich zum Beispiel gerne im 1- oder 5-Minuten-Chart. Manche handeln Scalpen auf Tick-Basis, also in Tick-Charts. Manche längerfristige Anleger, weiß nicht, gucken vielleicht eher auf 10- oder
60 Minuten Charts, in denen Sie auch Ihre Orders platzieren, das ist Geschmackssache und hängt vielleicht auch von persönlicher Einstellung ab oder von einem System, was man hat, nachdem man handelt. Ne? Da gibt es keine Faustformel. Ne? So, der Reinhard sagt, er ist am Konto öffnen, bitte Coaching Ende August. Ja, Reinhard, bitte nochmal melden, dann für ein Coaching vielleicht einfach mal melden, dann machen wir einen Termin. Ne? Wird bei der Order-Einstellung der Target und der Stop-Bereich in Euro angezeigt, sodass man schnell erkennen kann, was man verlegt gewinnt? Ja, hier steht es ja, da oben. Ja. Ich bin jetzt zwar im Mini-DAO, dann ist es in Dollar, aber in Euro, wenn Sie jetzt DAX oder S&I handeln oder in Euro-Stocks, ist das natürlich in Dollar. Hier oben links im Chart steht ja mein Risiko in absoluten Zahlen. Da steht 330 und 240, das ist das, was ich wirklich verlieren würde, ja, ohne Slippage wohlgemerkt. Wenn ich jetzt also quasi mein Risiko begrenzen will auf 250, dann slide ich einfach so weit hoch, bis da oben minus 250 steht. Und dann begrenzt sie ihr Risiko auf 250 in etwa. Ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Entschuldigung, man sieht noch die Umfrage. Hoppla, Entschuldigung. Ich zeige es nochmal. Wenn ich hier oben links im Chart sieht man Risk und Target, da stehen die absoluten Zahlen. Und da können Sie natürlich, wenn Sie hier den Stop verschieben, den Sie beim Wert Ihrer Wahl einfach loslassen, um exakt auf den Euro genau oder Dollar genau das Risiko zu begrenzen. Ne? So, was gibt es denn noch für Fragen? Haben Sie noch Fragen? Weil wir sind ja eigentlich jetzt mehr oder weniger vom Thema soweit durch. Denke mal, ich rekapituliere nochmal und gehe auch nochmal quasi auf die Folien zurück, was wir hier gesehen haben. Und ich glaube, Sie haben jetzt verstanden, was ein Future-Kontrakt ausmacht, warum es eigentlich für jedermann möglich ist, heutzutage Futures ganz einfach zu handeln und auch, wie gesagt, mit einem kleinen Konto ab 2.500, weil es eben so einfach ist, ne? Weil es eben so einfach ist, weil alles nach den gleichen Prinzipien funktioniert, 100% Transparenz ist, weil institutionelle Anleger überhaupt keinen Vorteil mehr haben gegen Ihnen als Privathändler und vor allen Dingen, weil Sie mit Tick-Daten, wie gesagt, den absoluten Vorsprung eingebüßt haben, beziehungsweise die institutionellen gegenüber Ihnen. Wenn Sie Tick-Daten haben wie bei uns, dann sollten Sie, wenn Sie das nötige Kleingeld haben, zum Futures-Handel übergehen. Sie werden verstehen, warum Tick-Daten unerlässlich sind. Ich denke, das haben Sie verstanden. Ich habe es lang und breit erklärt und habe da lang drauf rumgeritten, weil es mir einfach sehr wichtig ist. Und die passende Plattform dazu haben Sie jetzt auch ein bisschen gesehen, wie man oder wo man die Futures findet, wie man sie einfügt, wie man sie handelt, wie man eine Order platziert. Und was, ja, oder was der Vorteil ist, wenn man das, die Order, die Markttiefe sieht, was man daran für Vorteile hat, ne? Dass man da eben die ganzen Informationen sehen kann, die andere nicht sehen und eben auch das Time- und Sales-Fenster, was einem die ganzen Tick-Daten einfach mal zeigt. Ne? Zeit und Käufe quasi, Zeit und Handel, wenn man das so übersetzen will, Times and Sales, dann sehen Sie für jede Uhrzeit, jede Sekunde eben Tick. Und das finde ich sehr wichtig. So, der Georg fragt, welche Konten brauche ich für welche Märkte? Forex, Rohstoffe, Indizes. Eigentlich, Georg, brauchen Sie nur das Futures-Konto und dann müssen Sie die Märkte selbst wählen. Also Forex, Rohstoffe, Indizes, wenn es um Amerika geht, ist alles in der CME. Dann sind Sie mit zwischen 20 und 45 Euro dabei. Aber Sie brauchen eigentlich nur das Futures-Konto. Ne? Der CQG-Datenfeed für Namentrader kann auch in TradingView benutzt werden. Im Moment gibt es TradingView nur und ausschließlich im Moment mit CFD und Forex-Handel. Futures, ob das und wann es dazu kommt, kann ich Ihnen im Moment nichts zu sagen. Würden Sie bitte etwas über die Margin und mögliche Margin Calls erzählen? Über Margin Calls erzähle ich nichts, das führt zu weit. Da empfehle ich Ihnen unsere Website, da steht das in den Trading-Regeln drin. Margins, ja, was die Margins angeht, kann ich Ihnen kurz zeigen, wo Sie das finden. Wenn Sie wissen wollen, was die verschiedenen Margins sind, klicken Sie auf der Webseite hier oben auf Futures. Und dann auf die meistgehandelten Futures und deren Parameter. Und dann haben Sie von jeder Börse hier so eine Matrix. Da sehen Sie dann hier, was die Margin ist, Intraday und auch Overnight. Ne? 17.000 für den FDAX, 3.500 für den Mini-DAX. Und wenn Sie das an der CME sehen wollen für die verschiedenen Instrumente, klicken Sie einfach hier die verschiedenen Börsen an. Da haben Sie alle Margins, Handelszeiten, Tickwerte, Börsengebühren, Tickgröße, Intraday und Overnight Margin und so weiter und so fort. Ja? Das ist eigentlich das Wichtige, was Sie hier auf der Webseite finden. Im Bereich Futures finden Sie sowieso alles, die Vorteile, die meistgehandelten Futures und deren Parameter. Für Optionen gilt das Gleiche. Und natürlich auch
dieses Budget sollten Sie einplanen. Und da können Sie auch nochmal gucken, was das kostet. Da ist auch nochmal erklärt, warum das so günstig ist, der Frühstückshandel. Und hier sind auch die Pakete, die wir anbieten, die kostenlosen Pakete, die zubuchbaren Pakete, ob mit Nano Free oder Full gehandelt werden soll, ob mit oder ohne Daten, historischen Daten. Hier können Sie sich Pakete Ihrer Wahl aussuchen. Und das ist eigentlich alles auf der Webseite da. So, das waren alle Fragen bisher. Wenn es weitere Fragen gibt, freue ich mich, wenn Sie mir die einfach per E-Mail zuschicken, wenn es noch welche gibt im Nachgang oder die einfach heute Abend noch im Chat stellen oder die Kollegen anrufen. Alles gut, können Sie gerne machen. Wir sind noch bis 22 Uhr für Sie da. Und diejenigen, die Interesse haben an der Kontoöffnung, da freue ich mich natürlich, Sie persönlich beraten zu dürfen. Schreiben Sie mich an, rufen Sie mich an. Dann mache ich Ihnen ein Angebot, wenn Sie sagen, ich möchte so und so viel handeln. Gucke ich mal, ob ich für Sie irgendwo einen billigeren Tarif ausschlagen kann. Ja? Prima. Freuen wir uns aufs nächste Webinar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend. Bis demnächst.